Hallo, mein Name ist Sabine Himmelsbach. Ich bin die Direktorin des HEC, das Haus der elektronischen Künste in Basel. Ich möchte euch heute eine außergewöhnliche Ausstellung vorstellen. Digitale Werke quer über Basel verteilt zu sehen. Wie funktioniert das? Ich denke, wir machen uns am besten auf den Weg. Die Art Tour ist eine Ausstellung, die Augmented Reality Kunst an verschiedenen Orten in ganz Basel präsentiert. Augmented Reality bedeutet die Überlagerung der Realität mit digitalen Inhalten. Um die virtuellen Kunstwerke zu sehen, braucht ihr nur ein Smartphone und die kostenlose Art-Tour-App, die euch dann zeigt, wo in der Stadt diese Werke zu entdecken sind. Die Ausstellung ist entstanden im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums von Roche zum Thema Celebrate Life und ist ein Geschenk an die Stadt Basel. 10 Künstlerinnen und Künstler wurden eingeladen, zu diesem Thema neue digitale Werke zu realisieren. Und es ist faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich sie das Thema in Szene gesetzt haben. Ihre künstlerischen Interventionen reichen von Biodiversität, der Interaktion mit digitalen Lebewesen bis hin zu die ganze Stadt übergreifenden Skulpturen und virtuellen Malereien. Starten wir doch hier auf der Mittleren Brücke. Über dem Rhein schwebend befindet sich die Arbeit Circle of Life von Andy Pitschi. Das Werk ist ein riesiges, transparentes Objekt, das kontinuierlich seine Formen verändert und von einem Tuch umhüllt wird, das den Himmel reflektiert. Pitschi beschäftigt sich in seinen Arbeiten vor allem mit Fragen nach der Identität im digitalen Zeitalter. Circle of Life reflektiert die verschiedenen Lebensphasen von der Geburt bis zum Tod in diesen sich permanent verändernden Formen und Körpern. Augmented Reality ermöglicht, dass physikalische Gesetze auf den Kopf gestellt werden und Dimensionen völlig neu gedacht werden können. Im Unterschied zur VR-Kunst, bei der komplette virtuelle Welten geschaffen werden, werden in der Augmented Reality digitale Objekte der realen Welt hinzugefügt. So kann die Kunst überall stattfinden. Ein spektakuläres Projekt sind die virtuellen Quallen, die Melody Mussi gleich in mehreren Basler Brunnen platziert hat und mit denen ihr durch Singen kommunizieren könnt. So bin ich nicht mehr nur Zuschauende, sondern werde Teil des Werks. Und diese Art von Interaktion macht Augmented Reality so spannend. Hier auf dem Marktplatz gibt es einen Teil des Werks Spatial Painting von Manuel Rosner zu entdecken. Seine Malerei im Raum verbindet zwei entfernte Orte miteinander, den Marktplatz und den Messeplatz. An beiden Orten befindet sich eine gigantische Skulptur, deren Linien sich im Himmel verlieren und an ihr Pendant am anderen Ort anknüpfen. Augmented Reality ermöglicht es, dass diese Malerei lebendig wird und auf den sie umgebenden Raum reagiert. Und noch ein spielerisches Detail. Eine kleine Figur läuft die Linien entlang und nutzt sie als Ausgangspunkt ihrer Explorationen des Raums. Wie Sisyphus aus der griechischen Mythologie erklimmt sie unermüdlich die Skulptur. Augmented Reality bietet Künstlerinnen und Künstlern ganz neue Möglichkeiten, den städtischen Raum mit ihren Interventionen zu bespielen. Ein Beispiel ist der Tamiko Thiel, eine der Pionierinnen der Augmented Reality Kunst. Für den Solitude Park hat sie eine Arbeit realisiert, wo sie einen Garten aus Heilpflanzen entstehen lässt. Ökologische Belange sind ein wichtiges Thema für sie und hier lässt sie uns eintauchen in eine alternative Realität. Im Herzen Basels in der Münzgasse erwartet uns das Kunstwerk Be One of Us des Künstlerduos Monika Studer und Christoph Vandenberg, beide PionierInnen der digitalen Kunst. Studer Vandenberg interessieren sich dafür, wie Natur digital dargestellt werden kann. Hier schweben 6 riesige Pilze über der Straße und tanzen zu einer schrägen Polka. Ihre psychedelischen Pilze stehen prototypisch für eine neue Welt, in der der Mensch nicht mehr alleinig im Zentrum des Universums steht, sondern mit anderen Lebensformen in einen Austausch tritt. Und es gibt noch so viel mehr zu entdecken, zum Beispiel den poetischen Blätterreigen des Künstlerduos Above and Below, deren Oberflächen in Echtzeit mit Wetterdaten korrespondieren. Oder der Avatar von Wing Chun Sun, der der Erde durch seine kosmische Energie Kraft spendet. Ich gehe mir jetzt noch die anderen Projekte anschauen und das Tolle ist, ich kann das immer wieder tun,
Die Kunst wird mich immer wieder aufs Neue begeistern.